Ja, damit herzlich willkommen zu einem Rush-Projekt von mir. Mein erstes, glaube ich sogar. Ja, mein erstes, obwohl mein erstes Let's Play war auch eigentlich sozusagen mein erster Rush, weil Big Time Rush. Nein. Auf jeden Fall jetzt hier ein Projekt, was ich jetzt versuche, das übers Wochenende und oder die nächste Woche jetzt durchzuzocken oder durchweg aufzunehmen. Also so, dass ich es halt durchzocke. Die Knöpfe und Tasten werden ihren Wichtigkeit nach erklärt. Bewegt Protagonisten wird auch bei der Auswahl der Datenüberschriften verwendet. Bestätigt Auswahl, überprüft Dinge, Dialoge, Scrolltexte. Beendet eine Aktion, widerruft eine Auswahl. Drücke Start, um das Menü aufzurufen. Select Items bewegen und Select zugewiesene Items benutzen. Brauchst du Hilfe beim Spiel oder wie du etwas anstellen sollst, drücke die L- bzw. R-Taste. Okay, aber bevor wir dies tun, seht ihr erstmal wieder einen Teil von meinem Dingens da. Optionen, Profil auf andere Spiele anwenden, Profil nicht automatisch auf Spiele anwenden. Okay, schließen. Die Welt, in die du jetzt gelangst, wird dir ein Abenteuer bescheren, in dem du der Held bist. Rede mit den Leuten und überprüfe Dinge, wo immer du bist. In Städten, auf Straßen oder in Höhlen. Sammle überall Informationen. Entschuldigung, ganz vergessen. Ich muss ja hier jetzt auch noch die Optionen, Tastenbelegung konfigurieren. 1. Hoch, runter, links, 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 rechts, A, B, B, L, R, Select, Start, Geschwindigkeitstaste, die da, Screenshot ist 7, okay. So, jetzt können wir aber endlich mal zocken. Neue Wege werden sich auftun, indem du Menschen in Not hilfst, Herausforderungen meisterst und Rätsel löst. Manchmal wirst du von anderen herausgefordert und von wilden Geschöpfen angegriffen. Sei tapfer und lass dich nicht beirren. Während deines Abenteuers interagierst du hoffentlich mit allen möglichen Personen, um deinen Charakter zu festigen. Das ist unser Hauptziel. Worum unser? Ich dachte meins. Drücke A-Knopf, um das Abenteuer zu beginnen. Hallo! Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Nein, mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder Mädchen bist? Mädel! Nein, Junge. Da hätten sie auch Bwap hinschreiben können, wenn sie schon Mädel sagen. Dann auch Bwap. Wie lautet dein Name? Wie lautet mein Name? Schwanzleuch XX oder Big Dick 96? Nein. Wir nennen uns jetzt einfach mal so, wie ich heiße, im realen Leben. Genau, dein Name ist also Tim. Soll ich hier Taxo nehmen? Ich nehme Taxo. Ist besser. Das hat für uns alle irgendwie die Vorteile. Taxo. Hihi. Ah, genau, dein Name ist also der Taxo. Ja. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie noch gleich seinen Namen? Ja, der weiß, dass ich mit ihm andauernd in Rivalität lebe und aber dennoch den Namen vergisst er. So, wie nennen wir den Deppen jetzt hier? Den Vollhorst. Wie nennen wir ihn? Namensgebung für unser neues Pokémon, den Rivalen. Hahaha. Nein, wie nennen wir ihn? Big Dick 96, großer Schwanz XX. Äh.
Wollen wir ihn Eumel nennen? Nein, das wäre irgendwie ein bisschen zu blöd. Eumel! Eumel! Was nehmen wir denn jetzt? Entschuldigung, dass ich gerade überlegen muss. Ich weiß wie. Hier geht das jetzt in dieser Edition. Ohne dass ich ihn dann nach meinem Vater benenne. Norman! Yeah! Ah, war es Norman? Ja. Norman, stimmt, das lag mir auf der Zunge. So möchte ich mein Kind auch mal nennen. Ha. Wieder so. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Ah. So, wie auf wie in jeder Edition, wo es einen PC hat im Anfangsstartraum, holen wir uns jetzt hier unser Scheißzeug ab da. Text Tempo 3, Animation 1, Kampfstil Wechsel. Stereo. Kopfbelegung, nein. Oder soll ich Mono lassen? Weil bei Mono ist es auf beiden Sachen, bei Stereo ist es halt links der eine Ton, jedenfalls von meinem Pokémon und rechts dann, das könnte verwirrend sein, aber egal. Knopfbelegung Hilfe, LR, L gleich A. Welche Auswahl? Okay, wir nehmen den blauen. Na. Im Fernsehen und auf dem Film. Vier Jungen laufen ein Bahngleis entlang. Den Film kenne ich schon. Ich mache mich besser auf den Weg. Echt? Erzähl weiter. Wie geht's weiter? Guten Abend. Aha, okay. Ups. Oh, auf die Taste wollte ich jetzt gerade noch gar nicht kommen. Ha. Okay, ein sehr verschlafenes kleines Örtchen. Wahrscheinlich so ein kleines Kuhdorf. Warte, geh nicht raus! Draußen ist es gefährlich, wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Niemals, sag mal, spinnst du jetzt? Komm, es geht los, du Sau! Opa, ich will nicht länger warten. Norman, lass mich nachdenken. Ah, richtig, ihr solltet ja zu mir kommen. Warte einen Moment. Hier liegt Axo. Dort liegen drei Pokémon. Hahaha. Sie befinden sich im Pokéball. Hahaha. In meiner Jugend, war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur drei Pokémon übrig und einen verschrummelten Sack und ein Ei. Aber ich gebe dir eins ab. Hat jetzt perfekt reingepasst, ey. Ich habe bloß ein Ei und ich gebe dir eines ab. Wähle! Ich möchte das linke haben, was noch übrig ist. Halt! Aber was ist mit mir? Habe mich nicht gedrückt, Norman. Auch du sollst ins Kommen. La, da, 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 da. Sollte Shiggy sein. Schick, schick. Nein, ich möchte kein Wasser bekommen. Soll es also ein Bisasamen sein? Nein, soll es auch nicht. Soll es ein Gloomander sein? Ha. Nehmen wir uns einen Shiggy oder einen Bisasamen-Shiggy oder einen Glumander. Bisasamen-Shiggy-Glumander. Bisasamen-Shiggy-Glumander. Glumander-Shiggy-Bisasamen. Bisasamen-Shiggy-Glumander. Glumander-Shiggy-Bisasamen. Was nehme ich? Pflanzen-Pokémon haben Vorteile, weil sie Gegner was aussaugen können. Sind hier jedoch in der Edition total die Luschen. Mehr oder weniger. Turtok, ich mag sowieso schon Wasser-Pokémon und hier könnten wir einen Glurak rausholen. Ah, okay, wir werden gucken. Im nächsten Part werde ich mich dann entscheiden. Bis dann, Leute. Adio.